Ja, hallo und willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Der Black, der Dü, der Barus und der Slex sind wieder am Start und wir spielen eine weitere Runde in den Turmbecken. Ich bin diesmal mit dem Barus im Team und Dü halt mit Slex. Mal schauen, wie es wird. Und wir switchen am besten jetzt mal runter, Barus und ich, weil wir sind noch auf den Channel von Dü zu sehen und gucken mal hoch. Also, bis gleich. Tschüss. User left channel switched. So, da, also nicht Tü für euch, sondern Tü für uns. Oh Mann. Den zwei Nasen. Oh Mann. So eine Scheiße, wir sind beide Isengard. Gott, ich hasse böse Leute. Oh, ich hasse böse. Ich hasse es so sehr. Ja, Isengard doppelt. Das hatte ich letztens. Das war eine Aufnahme zwischendrin von zwei Herausforderern, die uns alle herausgefordert haben. Das ja, lief suboptimal. Zumal wir beide Isengard waren. Das war nicht so schön. Na schauen wir mal. Das waren aber auch zwei sehr, sehr, sehr starke Gegner. Und ja, ich hatte Dü im Team. Was will man machen? Ich gucke jetzt gerade mal links unten. Da haben wir Orks. Das dürfte... Wer ist das? Jetzt muss ich gerade gucken. Das ist Slex. Das ist Slex. Ah, wir sind alle böse. Ja, sowas. Ja, okay. Wenigstens etwas. Ja, dann eben. Ja, geht ja noch ein bisschen, okay. Ja, wir wurden auch beide erkundet, ich mit Fledermäusen, Auge, ich mit Fledermäusen, ich war jetzt auf deiner Seite. Echt, ich habe das Auge gerade gar nicht gesehen. Ne, Moment mal, das ist so. Doch, das bist doch das du, wo das Auge ist. Ja, ist bei mir. Ja, dann. Sag ich ja. Hatte mich kurz verhaspelt. Ja, passt schon, jetzt halt erstmal schön aufbauen hier den Shit. Eben. Ah, das geht für mich schon wieder richtig gut los. Ich hab alles am Arsch hier. Keine Wirtschaft und nix. Ja, kenne ich. Aber wir schaffen das. Ich habe Bob der Baumeister im Team, das passt schon. Obwohl, Dübob ist ja eigentlich der Baumeister. Bob der Baumeister, klasse. Können wir ja im Notfall alles kaputt machen, dann kann er wieder aufbauen, hat er auch was. Hat er auch was zu tun. Schön. Jo. Ja. So. Ich habe jetzt hier gerade wieder so einen richtig schönen Engpass. Ich würde sagen, wir bauen erstmal, wie gesagt, die Rohstoffversorgung, nebenbei ein paar Einheiten und dann eventuell unten quasi schon mal eine Art Turmbarriere. Wo willst du die langziehen? Weil das Gebiet ist dann doch relativ offen. Ja, ich weiß. Also es sollen ja auch keine, sagen wir mal, keine große Barriere sein. Es soll quasi in der Mitte sozusagen zwei, drei Türme. Da soll halt ein Sammelpunkt für die Einheiten sein. Für den Fall, dass man angegriffen wird, hat man da noch ein bisschen Unterstützung. Da kannst du dann auch eventuell so ein, hier, ich weiß nicht, wie heißen die Dinger, Statuen? Ich kann jetzt gerade nichts nachgucken. Also diese Dinger, die den Angriff und die Heilung verstärken. Haben die ja nicht sowas? Ich weiß gar nicht. Nee, die haben sowas, glaube ich, nicht. Nee, gut, haben sie nicht. Na gut, dann könnte man noch einen Vorposten mit hinstellen. Das wäre im Notfall auch möglich. Mich wundert es gerade, warum die Palantir-Vision einfach nicht weggeht. Ich sehe ganz genau, was das Lex da unten macht. Okay, jetzt ist er ausgelaufen. Verflucht. Hab mich gerade. Oh, die hat auch schon die ersten Einheiten. Ich habe mich gerade gefreut, so eine Scheiße. Ja, bei mir kommen jetzt auch schon die ersten Urukai. Die hält relativ lang. Das stimmt so. Uruks hab ich. So, jetzt muss ich mal gucken, wo gab es denn das erste Gebäude? Hier gab es da irgendwo ein Gebäude. Also ich habe hier unten einen Vorposten, ich glaube, da werde ich jetzt mal kurz vorbeischauen, weil ich glaube nicht, dass der Slex da schon so weit ist und irgendwie mal guckt, was da gerade abgeht. Währenddessen baue ich noch ein paar Armbrustschützen. Habe ich noch irgendwo was? Nee. So, ich bin auch unterwegs. Okay, da ist ein Wargbau, den kann ich mit meinem Ding noch nicht angreifen, muss ich auf meine... Oh ja, Waage, ich muss auch zurück. Da muss ich auf meine Armbrustschützen warten, aber die sind ja auch schon da. Jo. So, jetzt brauche ich noch mehr Rohstoffe. Was könnte ich sonst noch brauchen? Eine Rüstkammer. Oh, da kommen sie schon, da geht's ja schon los. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich krieg's bis jetzt ganz gut hin. Ich lasse jetzt erstmal hier meine Dinge hier das machen. Ich habe ja ganz gut. Eigentlich habe ich jetzt wirklich ganz gut. Ich habe eine sehr, sehr niedrige Framerate momentan, aber naja, gut, okay, das war bei vier Aufnahmen schon immer ein bisschen. Bei mir geht es logischerweise, komischerweise, naja. Okay, zählt ja nichts. Leute, wenn ihr das seht und es ein bisschen ruckelt, tut mir leid. Vielleicht kriegen wir es im nächsten Mal, bei der nächsten Runde dann ein bisschen besser hin. Mal schauen. Lass ich das einfach wieder Dü machen oder einer von euch beiden hostet mal. Wäre ja auch eine Mal.
was anderes. Es wäre eine Möglichkeit. So, jetzt hat er sich schon zurückgezogen. Jetzt werde ich mich mal um die Walge da kümmern. Jo. Wo ist der Rest? Da kommen auch noch welche. Jetzt, der spiet mich gerade wieder. Wunderbar. Dann werde ich mal, jetzt habe ich endlich die Rohstoffe, meine Rüstkammer aufstellen. Ich kratze sowieso schon am Spine, gucke ich ja bei denen hier auch nochmal. Aha. Jawohl. Interessant. Okay, erstmal. Da bin ich auch nochmal vage. So, jetzt nehme ich mal kurz den Wargbau hier auf die Hörner und baue noch eine Warggrube. Oh, der baut schon Katapultwerke. Also ich sehe, hier haben wir schon einen wie heißt das nochmal, ein Riss, Spalt, keine Ahnung, Halbtrollplünderer. Du weißt, was ich meine. Also, ja, also Kluft. Ja, Kluft, so, das war's, verflucht nochmal, da hätten wir auch drauf kommen können. Okay, So, die Waage sind jetzt mal weg, dann werde ich das jetzt mal einnehmen. Oh, brauchst du Hilfe? Weiß ich noch nicht, ich glaube. Gut, er hat ein paar Leute, aber meine sind stärker, das durfte er nicht werden. Wunderbar, dann tue ich jetzt hier mal in der Nähe einen Wachturm bauen, während ich das einnehme hier. Wahrscheinlich mein zweiter. Achso, der baut gerade meine. Achso, okay. Der baut gerade meine Rüstungswerke hier. Okay. Achso, da oben sehe ich ja nochmal so einen Vorposten. Bei euch geht es da unten schon richtig schön ab. Ich hätte jetzt wirklich gerne ein paar Reiter. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Ich will erst ein paar Wargreiter haben und dann ausbauen. Okay. So, jetzt versucht er abzuhauen. Du hast ja so ein ziemliches Wargproblem. Ich werde dir mal damit behilflich sein. Baut der jetzt immer noch oder ist er schon fertig? Nee, der ist fast fertig. Okay, jetzt ist er fertig. Das ist gut. Jetzt erstmal Wargreiter, das ist wunderbar. Ja, wunderbar. Genau. Wenn du ein paar Leute hast, die du mal kurz zu mir runterschicken kannst, wäre nicht schlecht. Also von den Wargreitern, sobald Wargreiter da sind. Ich habe gerade nur ein Bataillon, aber ich baue schon mehr. Also da kommt sicherlich noch was. Beziehungsweise... Also, der hat sich scheinbar auch zurückgezogen. Dann passt das. Okay. Immer wieder Ruhe. Mach du erstmal bei dir. Meine Wargs müssten auch fast fertig sein. Die werden sich bestimmt auch denken, Alter, die sind beide Isengard, was geht da bloß kaputt? Ja. So, Wargrube fertig, wunderbar. Ja, wunderbar. So, ich brauche noch meine Einheiten da drüben. Ich brauche noch mehr Wargreiter. Das sieht soweit ganz gut aus. So, der Warkord in der Mitte ist schon mal zerstört. Damit haben wir kein Problem mehr. Oh, Katapulte, da sind Katapulte. Ich muss ein Stück zurück. So, noch ein bisschen mehr Produktion hier reinhauen. Oh, das leckt aber heute auch extrem. Das hatte ich noch nicht... Naja, was soll's. Ich habe so das Gefühl, die schießen sich gerade so ein bisschen auf dich ein.
Die wird wahrscheinlich schon versuchen, den Fokus auf mich zu legen, weil ich halt einer der oder mit der stärkere Spieler bin. Und da war das fast zu erwarten. Damit habe ich auch schon gerechnet, deswegen entfalte ich mir hier einfach mal ein bisschen stärker, damit ich da mal ein bisschen nachher schön supporten kann. Jo. Dann läuft es auch, denke ich mal. So, jetzt kommen noch mehr Wargreiter, das ist gut. Dann hätte ich gerne einmal das hier und dafür habe ich kein Geld mehr, scheiße. So, okay. Okay. Okay, das gucke ich mir jetzt nicht mehr lange arg lang an hier. Oh Scheiße, das sind ja Orks. Oh, gar nicht gesehen. Gut, dann machen wir das anders. Meine Waage. So, jetzt komme ich mal ein Stückchen vorbei. Mal gucken, was da los ist. Jawohl. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Rohstoffe. Ja, wunderbar. So, dann komme ich jetzt hier mal schön vorbei mit meinen etwas aufgestiegeneren Einheiten. Alles meistens Wargreiter, aber was soll's, darüber beschwert man sich nicht. Ja, halb so wild. Ich gucke jetzt gerade nochmal schnell beim Slacks, was der gerade tut. Ach, der macht viele Halbtrollplünderer. Da brauche ich den definitiv. Weil ich halt auch ein bisschen Dings habe. War aber zu erwarten. Was wird da angegriffen? Oh, hier haben wir einen, was ist das denn? Ach, so ein normaler Ork, was soll's? So, gut. Na, der baut ich der Part, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der mit seinen Halbtrollplünderern zu dir will oder ob der jetzt irgendwie über einen Umweg zu mir will. Da bin ich mir jetzt gerade uneinig. Ich bin ziemlich sicher, dass er zu mir will. Die wollen versuchen, mich erstmal, wie gesagt, als ersten Gegner konzentrieren sie sich auf mich. Das heißt, versuch mal einen Teil zu mir zu schicken mit und den anderen Teil schickst du runter zu ihm. Ich sehe schon. Alles klar, den werde ich mal ein bisschen in den Rücken fallen. Genau so. Ah, die sammeln sich hier beim Leuchtfeuer. Okay. Also zumindest das Leck sammelt sich hier. Das ist dann, ja, gucken genau. Wir mal. Der will das Leuchtfeuer ein bisschen verteidigen scheinbar. So, du geht jetzt mit seinen Einheiten rüber. Nein, geht er nicht. Er geht da lang. So, okay. Versucht hier eine Verteidigungslinie aufzubauen. Das ist schlecht. Weil er dann das Teil hat und das will ich nicht. Welches Teil? Er hat die Rohstoffvorteile. Ach so, die da, wo da unten. Ja, ich bin hier in der Mitte und zerleg gerade so ein bisschen das, was hier so rumgammelt. Jo. Das müsste eigentlich gut aussehen. Der Turm, der wird auch nicht mehr lange halten. Ich muss halt schön weiter ein paar Leutz ausbilden. Ich hätte auch noch ein paar mehr von denen. Jetzt habe ich keine Rohstoffe mehr, aber das ist in Ordnung. So, das habe ich vernichtet. Die Halbtrollplünderer müssten es soweit auch bald hinter sich haben. Es leckt gerade ein kleines bisschen. Ja, ich merke das. Oh, jetzt kommt der Dü hier noch. Jetzt kommt der Dü hier noch vorbei, weil ich jetzt gerade einen Slacks hier hart auseinandergenommen habe. Außerdem spioniert er schon wieder bei mir. Stier und so. Spionieren. Dein Olifant ist platt. Das ist ja schon mal was wert. Ja.
einigermaßen gut aus. Ich brauche noch ein paar Schwertkämpfer, sonst wird's nichts. Noch ein bisschen Wargreiterverstärkung hätte ich gerne. Dann gehe ich hier runter. Damit dürften eigentlich die, die alle in der Mitte waren, mal vernichtet sein. Ich werde mich jetzt mal an das Leuchtfeuer machen. Mhm. Und ich nehme an, du kommst da auch unten ganz gut klar bis jetzt. Noch. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen, weil du halt verdammt schnell aufbauen kann. Und da muss ich was gegen unternehmen. Okay. Aber gehen wir das aus, das wird schon. Okay, das Leuchtfeuer gehört jetzt mir. Wunderbar. Ich brauche aber noch mehr Banderträger. Und dann würde ich sagen, ist die erste Folge auch schon wieder rum. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.